Durchleuchting von Fritz Reuter. Durchleuchting ist eine Verniedlichungsform des Titels Durchlaucht, den Herzog Adolf Friedrich IV. Von Mecklenburg-Strelitz trug. Durchleuchting, wie wir ihn nennen dürfen, wäre sicherlich niemals so berühmt geworden ohne die Humoreske, in der Fritz Reuter ihm 1866 die Titelrolle widmete. Dabei war er Bruder einer Königin, nämlich Sophie Charlotte, Königin von England, Gemahlin George III. Von England, und Onkel zweier weiterer Königinnen, nämlich Luise von Preußen und Friederike von Hannover. Und, by the way, noch eine vierte Königin hat das Haus Mecklenburg-Strelitz hervorgebracht, viel später im Jahre 1899, und das war Prinzessin Jutta von Mecklenburg-Strelitz, verheiratete Königin Milica von Montenegro, die Ehefrau von König Danilo III. Von Montenegro. Was wissen wir sonst noch von ihm? Von 1752 bis 1794 war er Regent unseres hübschen, aber damals armen kleinen Landes Mecklenburg-Strelitz. Mit gerade mal 14 Jahren kam er an die Regierung seines Landes, denn sein Vater Karl Ludwig Friedrich der Ältere war 1752 gestorben. Und schlimmer noch, auch der regierende Herzog Adolf Friedrich III. Von Mecklenburg-Strelitz. Der Hamburger Erbvergleich aus 1701 aber sah vor, sollte eine Linie, entweder Mecklenburg-Strelitz oder Mecklenburg-Schwerin, aussterben, ist die andere Regent im Lande. Und Adolf Friedrich IV. War noch nicht mündig. Christian Ludwig II., Herzog von Mecklenburg-Schwerin, besetzte daraufhin Neustrelitz und Elisabeth Albertine von Sachsen-Hildburghausen, Durchleuchtings Mutter, erwirkte beim Kaiser die vorzeitige Erklärung der Mündigkeit ihres Sohnes. Durchleuchting reiste, bis seine Mündigkeit vom Kaiser in Wien erklärt wurde, heimlich nach Greifswald an die Universität, wo er sogar zum Ehrenrektor ernannt wurde, wahrscheinlich 1754 sein Bild, und die Ernennung hängt heute noch dort. Warum führt Fritz Reuter gerade ihn als Titelhelden an? Durchleuchting soll der plattdeutschen Sprache sehr aufgeschlossen gewesen sein und manchmal sogar an herrschaftlicher Tafel vor Gästen plattdeutsch gesprochen haben. Reuter interpretiert ihn weiterhin als recht schrulligen Menschen, der drei Furchten und drei Grugels gehabt haben soll, also sich vor drei Sachen gefürchtet und sich vor drei Sachen regelrecht gegrault haben soll. Sehr ungewöhnlich für einen Regenten seiner Zeit ist es, dass er unverheiratet und kinderlos war. Darum, laut Reuter, die Furcht vor den Frauen. Dieselbe Furcht vor Gewitter ist leicht zu erklären. Der vierjährige Fürst erlebte sehr wahrscheinlich den Blitzeinschlag in die Miroer Kirche am 4. September 1742 mit, den Alarm, die Kopflosigkeit, die es da gegeben haben mag, und hat sicherlich dieses lebenslang nicht vergessen. Das Grauen vor der Arbeit allerdings müssten im 18. Jahrhundert sicherlich alle Regenten gehabt haben, denn von wem als Fürst oder gar als König steht zu lesen, dass er je eine Schippe angefasst hat? Mit den Finanzen des Landes stand es bereits seit Regentschaft von Durchleuchtings Onkel Adolf Friedrich III. Nicht zum Besten, und auch Durchleuchting selbst schaffte es nicht, sein Reich schuldenlos zu übergeben. Hier helfen uns vielleicht die Ausführungen von Helmut Bort in seinem Buch von gekrönten Häuptern, die Zeit und die Gesellschaft, in der Durchleuchting lebte, besser zu verstehen. Eigenwillig mag Durchleuchting gewesen sein. Zeitzeugen schildern ihn auch als jähzornig, als sparsam, als baulustig und offen für naturwissenschaftliche Neuerungen. Und bei seinen Untertanen war er wohl beliebt. Reuters Darstellung Durchleuchtings, muss man ganz klar sagen, trifft nicht auf seine Person zu. Der in Reuters Humoreske als schrullig dargestellte Herzog legte Grundsteine bescheidener Industrialisierung, indem er verschiedene Manufakturen, eine Spielkartenfabrik, eine Pulvermühle, Kupfer- und Messinghammerwerke, eine Puderfabrik, eine Pottaschesiederei, eine Stärkefabrik beförderte.
Unter ihm begann eine planmäßige Forstwirtschaft. Er schaffte die Folter als Mittel zur gerichtlichen Beweisaufnahme ab, nahm Verbesserungen in Angriff für die Landwirtschaft, für das Gesundheitswesen und für die Hygiene. Und er war naturwissenschaftlich interessiert. Diese Ausführungen stammen wiederum von Helmut Bort aus seinen Recherchen. Der Sarg von Adolf Friedrich IV. Ist noch heute in der Miroer Fürstengruft zu sehen. Bis 1998 noch mit einer Glasplatte auf dem Innensargdeckel, sodass man den einbalsamierten Körper betrachten konnte. Auch die von Reuter ebenfalls unsterblich gemachte Christelschwester, Herzogin Christiana von Mecklenburg-Strelitz, die älteste Schwester, ruht nur wenige Meter von ihm entfernt dort. Herzog Adolf Friedrich des Vierten Sarginschrift lautet exakt: Adolf Friedrich IV., regierender Herzog zu Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herr etc. Des blauen Hosenbandes, Seraphinen, schwarzen Adler, weißen Adler und roten Adler Ordensritter. Geboren, das schrieb man damals noch mit OH, das ist ganz interessant. Geboren den 5. Mai 1738. Trat die Regierung an den 11. Dezember 1752, entschlief den 2. Juni 1794. Nun gehen wir also zurück in das Jahr 1866, als Fritz Reuter sein Vorwort schrieb. Das werde ich in Plattdeutsch gleich verlesen. Und dann begeben wir uns weitere 100 Jahre zurück zur Handlung dieser Erzählung. Abschließend aber noch ein Wort aus Helmut Borts Buch. Er schreibt: Um sich ein Bild zu machen, bedarf es Geschehen zur Geschichte. Der Name eines Verstorbenen vermittelt noch längst kein Bild des verstorbenen Menschen, selbst wenn es sich mit einem Foto oder Gemälde verbinden lässt. Es entsteht erst, wenn wir die optischen Reproduktionen der Wirklichkeit, also besagte Fotos oder Gemälde, aber auch Dokumente und Denkmäler mit Wissen um die Person, ihr Leben, ihr Umfeld, die Epoche, in der sie lebte und so weiter, verbinden. Wir sehen mehr, je mehr wir wissen, und so verändern sich Bilder von der Wiege bis zur Bahre. Menschen lernen eben ihr Leben lang. Fritz Reuter, Dolchleuchting. Damit er sich daran etwas verlustieren und vermündern möge, habe ich diese heitere Geschichte meinem lieben Freunde, dem Dr. Julian Schmidt, in herzlicher Liebe und unwandelbarer Freundschaft gewidmet, Fritz Reuter. Und nun geht das los. Ne Föret, damit mi nasten Kenare drückt. Wenn ich mi vermitten do in det Bog u de kümmerlichen Tiden na den sörbenjörigen Krieg ne Geschicht u de gute Förderstadt nigen Bramburg to vertellen, so darf keiner sich inbillen, dat ich mi fähl mit Förnen, mit Lüt, mit Grafen und Gräfinnen bemängeliern ward. Natürlich, als dat all die Titel besächt durch Leuchten ut benommen. Oder dat ich mit Gold und Geschmeid und siedene Kleiderrümmer spöken war, natürlich auch hier wird dat Durchleuchten upbenommen. Oder dat ich felle Cloak und gelierte Lüt ob'n Band trecken und seh für de Augen von mine Lasers ob und Doll tanzen lodden wür, hier ewer vor allen Durchleuchten upbenommen. Nee, dat allen nicht. Grafen und Gräfinnen gaf dat dun Tumal in Nienbramburg nicht und gif dat auch Küt noch nicht. Mit Gold, Geschmeid und siedene Kleider hätt sich dat allfriedlich ups duns Bett upschmäden. Dun Tumalen war's dat ever do mit Essig. Und mit Kloke und gelierte Lüt hätt sich dat friedlich ook helschen upbetert. Indem dat ich mit Pläsier ein paar Dutz von jeder Ort uptellen kün, nun Tumalen war's durch Leuchten utbenommen, und de war's, dat man auch bloß durch seinen Hofpoeten kein einzigste gelierte und besonders kloge Mann in dem Bramburg. Er hat denn to de erste Sort den Herrn Konrektor und Kantor Epinus und to de zweite Sort den Herrn Hofrat Altmann recken müsst. Auch mit Annum
Und Datum ist dat in meine Geschichte sehr schwach bestellt. Und ich wart mi wohl höden dorre Hals to geben. Denn wenn so'n richtigen chronischen oder chronologischen Klüsternköp darüber herfallen soll, dann kün hey mi Professor Kohl rauschen sine Tabellen unter der Näshol und mi fragen, wo stimmt dit und wo stimmt dat. Und mi in de gaude Meinung von meine Lesers gründlich verunglimpfen. Ich wart dat also morgen, als der Schriftstellers, der sich ob Stunds mit de geschichtlichen Romanen befordern, wo fäll von Roman der Red ist und wenig von Geschicht, wart allen schön durch den Anna Möhlen und nach ihre Ort so anfangen. In der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als Kolumbus gerade Amerika entdeckt hatte, ritt an einem finsteren Novembertage ein eisenbepanzerter Ritter durch die blühende Landschaft und erquickte sich an dem Dufte des Flieders und Jasmins. Sein Mackintosh schützte ihn und die Rüstung, und als er in die Herberge zur Goldenen Kugel in Neubrandenburg eintrat, hatte er das Glück, mehrere Weinreisende aus Lübeck, Hamburg und Rostock zu treffen, auch einen Zigarrenhändler aus Bremen. Man verstand sich bald, und als sich ihnen der Chirurgus erster Klasse, Herr Dr. Bernhard Keller, freundlichst zugesellt hatte, sangen die fröhlichen Reisenden die Neubrandenburger Nationalhymne aus dem Jahre 1849. O Holzenburg, O Holzenburg, du Segen für Neubrandenburg, was ihnen aber mit Recht schlecht bekommen musste, denn sie wurden von Jakob Bentschneider abgefasst und nach einem ehrwürdigen Gesetze aus dem Jahre 1543 verurteilt, welches anhebt, so reisige Knechte in einer Herberge singen, etc. Auch der Herr Dr. Bernhard Keller wurde, weil er verschiedene Doktorreisen auf das Land gemacht zu haben, dem Gerichte bewusst geworden war, als reisiger Knecht angesehen und diesem gemäß rechtens verurteilt. Na, so geht er doch wohl nicht, wenn man wieder andersrum. Mit der hochdeutschen Sprache und den erhabenen Stil und den grotordigen Stoff war ich in meinen ollen Tagen wohl ebenso wenig fahrig als in meinen jungen Tagen. Ich will man wieder so an to flöten fangen, als ich dat für dem Flöt heff. Also? Nun ist es so bei Fritz Reuter, dass das Kapitel jeweils auch nochmal kurz erläutert wird im Vorfeld. Da steht das natürlich in Plattdeutsch, aber ich habe mich entschlossen, diese Vorfelderläuterung einfach mal in Hochdeutsch zu lesen. Und jetzt geht's los mit Kapitel 1. Worin es zu Neustrelitz auf dem Schloss spukte, was eine Rodump ist, da Durchleuchten mit seiner Christelschwester seine Staaten bereist, da Sachtlebens Wallach eingespannt ward und Kammerdiener Rand seinen Landesherren anstiftet, ein Belvedere zu erbauen. Durchleuchten setzt mit einem Blick aus einem Auge eine Staatsaktion ins Werk. In Neubrandenburg soll ein neues Palais gebaut werden und wird es auch. Wer Durchleuchten eigentlich ist. In dat Jahr 1700 und so und so fäll satt an ein Maidach gegen to Bedgonstied Durchleuchten von Mecklenburg-Strelitz Adolf Friedrich der Vierte sines Namens mit seine lewe Schwester der Prinzess Christel ob sien Schloss tunigen Strelitz to Sorm und vertellten sich mit ihr wahrhaftige Spökgeschichten. Dulle Ding, de kein Mensch glömmen wür, wenn sie nicht wirklich passiert wären. Und sie setten dur und gruchten sich, Durchleuchten Adolf Friedrich an Dülsten. Dun kam durch den stillen Frühjahrsabend über den Zirker See ein Ton herüber, ein gruglichen Ton, so'n Ton, als bloß das niederträchtigste Spök sich gut denken können, wenn die armen Menschenbett in die grave Grund verfieren will. Lang und dumpf treckte sich der Ton von Wieden her über ganz nigen Strelitz, und die beiden hohen Herrschaften wüssten nicht, kam he Baum ut de Luft oder pun ut den Erdboden. Dat war's auch ganz egal, denn dat war's gliegers krugelig.
durchleuchten Adolf Friedrich der Vierte Beverte an Hennen und Föten und der Prinzess Christel, der in Helschen reserviertes Frungstimmer war's, ha noch so felle Besinnung, dass sie eine silberne Klingeltopf harten kriech und Sturmlüden würd. Warum sie dat tät, dat wüsst sie söms auch nicht, aber dat käm doch München zur Hilp, Kammerdiener Rand und Kammerjunker von Knüppelstörp. Sie störten in die Tür und frochten, wo so und wo ans. Dat wüssten die beiden hohen Herrschaften erwürst nu auch nicht, denn dat wär's ja ein Spök, und wer weht wat von ein Spök. Prinzess Christel ha aber noch so felle Besinnung, dat sie die beiden um den Stuhl da winken tät, und so säten sie denn ihrer vier und käken sich stillschwiegend an und kenne wüsst, wat eigentlich loswesen tät, blut, dat sie durchleuchten Bevern sehen. Mit einmal überkäm die Tonwetter und as he so lang und dump über niegen Strelitz verklingen wür, hölsig Adolf Friedrich, der Vierte, die beiden durchleuchtigsten Uhren Ton rief, da ist Wetter! Kammerjunker von Knüppelsdörp nahm den Kammerdiener Rand, dat würd von dem Hunden weg, wegen der mecklenburgische Rangordnung und sät, durchleuchten, dat seien die Rohdump. Und die Prinzess Christel ha noch so felle Besinnung, dass sie froch, wat dat wär da für so ne niege Ort Spök wie. Und die Kammerjunker säten, Spök wie dat gar nicht, dat wie ein Vogel, der sich af und an den Spaß morgen tät, den Schnörvel in den Sumpf zu stecken und den Lust zu brüllen, um Lüt Krugen zu mocken. Wat he recht ha, dat wed ich nicht, aber welken Kün hät, denn he war's auch Jachtjunker. Durchleuchten truchte er ihm aber nicht und sät, als Herr Sickenbetten besunnen ha, alle guten Geister laufen Gott den Herrn. Und, Rand, du schleppst des Nacht bei mir in mein Kabinett. Damit gung he. Prinzess Christel saht nun noch in Sträme mit den Kammerjunker Tosorm und überlette sich mit ihm de Froch, wat sei diese Nacht für Mittel gegen dat Spökbrücken künn und wenn sie besieg schlafen lotten soll, denn ihr Kammerjungfer Corlin sollt man's wie ein all averglöfsches Talg, und sie kam zu den Schluss, dat sie an besten tät, wenn sie sich für diese Nacht dat Schürmeten, wenn du Larstein Hagens inventieren würd. Wendel war's nämlich ein hellschen, forsche Person, der sich für den Düvel nicht fürchten, der Züms nicht für durchleuchten, denn sie hamert zu durchleuchten secht, je, durchleuchten, seh, morgens, dat mi un Weg komm, und ha vor em den Bessen in de Höcht wird. Die beiden hohen Geschwister haben nu in Randen und Wendula ihren Schutz der Nacht ruhig henbröcht und säten den andern Morgen wie Frühstück und trunken Schokolur. Dun gaf durchleuchten sie ne sonderbar deppen Gedankenton verschien und sät, Christel Schwester, du bist ein Frugenstimmer und du wählst, ich gäf nicht wat darup. Aber du bist ut unser durchleuchtigstes Hus und dero wegen und in der Teilen will ich die mit meine Regierungsmaß Regeln in Kenntnis versetten. Willst wat nieget? Ich bumi uppen schönen Flach in meine Staaten in nieget Palais. Daudat, sagt sie, durchleuchting. Du bist jo der Herr von dat Ganze. Wo hautet aber ut mit dat Geld? Ist mir all ook infallen, seht durchleuchten. Aber wo to hev ich denn mine Landdrüsten? Die möten mit Holt und Stehen Rat schaffen und die Handwerkers können töven, denn es ist unerhört, dass Serenissimus Stelitziensis sich unter seiner Nase spuken lassen soll. Die dumme Kammerjunker secht frielich, dat sein die Rodum, dat sein die Rodum. Wat is aber ne Rodump? Ich glöf alles, aber dat ich so ne Erklärung glöfen soll, dat kann einer von mi in meiner Eigenschaft als regierender Herr nicht verlangen. Rand, seit Hedosinenkammerdiener. Jochen Behn hast du anspannen, die goldene Kutsch, drei Lakaien achter ob und die beiden Löbers von weg. Die Kutscher und der Lakaien sollen ihre Staatsmondierung mit den goldenen Trissen antrecken. Und die beiden Löpers, Halsband und Fleischfresser, sollen ihre nien Blaubenhaut und Paris obsetten. A la Pompadour, sagt hey, Bisitusin-Schwester, denn ich reise durch meine Staaten. Je durchleuchten, sagt Rand. Dat wart wohl nicht gorn, denn uns Olwallach, der ob de Bisit geit, der hat dat Spatz so dägern, dat hey kein Bein für den anderen setten können. Was schert uns der Wallach? Rebt durchleuchten in die größte Zornigkeit.
Wenn unser Wallach krank ist, dann gehst du zu dem Ackerbürger Sachtleben und leihest uns eins von seinen Pferden. Jedoch leuchten, he gift en uns nicht, dem Mann ist obstunds in de hellste Missführer tiet, und den steigt ihm dat nicht zu verdenken. Du gehst, Rand, wir sind regierender Herr. Und Rangung und Sachtleben gaf sin ollen Stieben Brun her, tu dat Paradefuhrwag. Jochen Behnhaas höll mir die goldene Kutsch für de Tür, de drei Lakaien hackten ein achter den andern achter up, die beiden Löpers schweiften die Straat entlang, ranzert up den Buck und durchleuchten mit sin Christelschwester seiten in de Kutsch. Wohin? Frauch Jochen Behnhaas. Immer grad ut, seit Rand. Ewer stagert weg bis an uns Grenz, aber ja nicht röwe ewer die Grenz, denn wir bereisen blot unsere eigenen Staaten. Und Jochen Behnhaas führte durch Stargard und durch Friedland, wird an der preußische Kavel und törnte dort de Pier. Prrrr, ey ha, hier ist Toen. Und durchleuchten befohl, sie wollen nun mal gegen morgen ever Woldig reisen. Und als sie achter Woldig nach Wulfshagen kämen, dann dreite sie Kutscher Behnhaas wieder ob dem Meer um und seht, Rand, nu ist all wieder all, wieder geht nicht. Um Prinzess Christel, die der Türt ha, seit durchleuchtend, dit ist erste Mal, dass ich so express durch unsere Staaten reis. Ich hat doch nicht dacht, dass das so ein Kort en wir. Christel, seit durchleuchten, du bist ein Frugenstimmer und hast keinen Verstand davon. Wat meinst du wohl, wat noch alles gegen den Mittag tollicht? Feldbarch und Niro und Fürstenbarch, dat licht noch alles in meine Staaten. Und dann reckt sich do achter Miro noch ein Zippel in dat Schwerinscherina. Dat kann sich alles wegen sehen lodden. Nee, durchleuchten, seit Rand der Türtit. Ton sehen lodden ist die Gegend just nicht. Denn da wird sie der Sand auch eigentlich in Augen stömen, und dat mögt ich wetten, denn ich bin do in der Gegend gürtig. Und durchleuchten agerte sich überranden sie einen dummen Schnack und Käk und die goldene Kutschruder und rieb, Jochen Behnhaas, na hus! Und morgen führen wir in der Fürstenberger und Mirischen dann. Und dat geschah grad so, als durchleuchten dat verruht sich ta, denn he war's ein forschner Regent. Und wenn he einmal secht ha ich sech, dann ha het secht. Und den andern Dach führten sie bett achter Fürstenbarch nach Dannenwalde, und als Ranzig nah den Wagenschlag rümmer böchte und seht, durchleuchten, nu sind wir allwetter so wied. Dann wir durchleuchten falsch und reb und den Wagen ruht, Wesenbarch! Womit he sich trösten wohl, aber he kam trotz Wesenbarch in einen vollständigen, unbefriedigten Tostand nach den Strelitz zurück, und Rand und Christelschwester stunden ob den Korridoren zu sorgen und schütteln weit mit den Kopf und fröchten sich, wat det wohl ward. Und ut morgen und abend würde dritte Tag, und durchleuchten regierte diese Nacht nicht, denn he schlepp. Rodumpen letten sich nicht führen, und all dat Spök, wat süß in den schlosstonigen Strelitz in Wesen betreff, ha für diese Nacht ne andere Anstellung krägen. Den andern Morgen kam de Kammerdiener Rand runter zu de Prinzess Christel und säht, Gott sei Dank, diese Nacht haben wir ruhig schlafen und den Frieden verfürchtet wegregiert, und hürt führen wir gegen den Westen tonanigen Brandenburg, denn sind wir mit uns ganzes Reich durch. Um Prinzess Christel säht, dat gäf der lewe Gott, dann kriegt Hero, denn he is ein tauforschen Regent. Und 3 Stunden dorup führten sie über den dann krauchbinigen Bramburg, und wie dat Sachtleben sin Olbrun nicht mehr künn und von den Tannenkröger sine Mähren in einspannt waden müsst, gunkt durchleuchtenden Betten ob und doll für de Dörr und käg über den schönen See herüber in den Brodersche Hold, und sähtu sin Christelschwester ob Hochdütsch, denn de Kröger frühstunden dorbi und he müsst ihr de herzoglichen ihren erwiesen. Durchlauchtigste, was meinst du? Wenn wir uns da drüben über dem See ein Belvedere erbauten. Prinzess Christel wohl wat sengen, über Randsprung für To und Set, durchleuchten sie hem immer recht, ne Belmandür mit wie hem, alle hohen Herrschaften hem ne Belmandür blut wie allein nicht. Und durchleuchten seht, Rand hätt recht. Und so führte he nahnigen Bramburg Rinner.
as hei in diese Pal von sin Reich renner korm und ob den Mark ankommen war's, repe ut de goldene Kutsch ruder Rand! Jochen Ben hassel holl! Und damit stech he mit sin Christelschwester ut den Wagen und Rand fürn Runner von dem Buck und die drei Lakaien achter Runner von den Tritt, die beiden Löpers, Halsband und Fleischfretter verpusten sich. Und nun set durchleuchten Adolf Friedrich der Vierte, dies gefällt uns, und hier wollen wir uns ein Palais erbauen. Durchleuchten Christelschwester wohl wat seng, aber durchleuchten der regierende Herr Brock, er dat wird vor dem Mund af, und sech, durchleuchten Christel, was wollen Sie mehr? Sind Sie unvergnügsam? Sehen Sie, hoch Sie! Denn durch Stunden für den Augenblick allerlei unter den nächsten Unterdorn, die sich friedlich man blut als Strat, als lütte Stratenjungs ut wäsen, er wird euch leuchten, müsste derowegen doch mit seiner Lehrwerfschwester hochdütsch reden. Sehen Sie, dort ins dem Rathause wird es gebaut werden. Und he besach sich dat Rathus von Binnen und von Fern, und dat Rathus lädt sich auch all besehen, denn dat künn sich allen halben sehen lotten. Indem dat in sine Buort ut sach, als wenn dor für langen Jahren ut ne Weihnachtspoppenschachtel dat ut packt worden war, um wir ob den Mark von der Förderstadt nigen Brambuch hinstellt, dat Magistrat und Bürgerschaft dor im Bett mit spellen wohl. Um Prinzess Christel se toletzt auch, cela me convient, und durchleuchten, du buchst dat Palais mit ein paar Flügeln und dick Treck in den Eden rin. »Dat warst du wohl blieben, Lorden Christel, Schwester«, seht euch leuchten und drehte sich um. »Nimm dir nix für, dann schleit dir nix fehl. Ich will in diesen liegen Palais den ollen Viva-Kram dich hemmen, den ich in den Stelle zeff. Rand«, rieb he. »Gammert ho die beiden Burmeisters, und je«, seht he du die zwei Lakaien, »raub mir mal die Ratsherren hierher. Ich letze hierher zusammen raupen ich der regierende Herr.« »Du bleibst hier«, seht he to den dritten Lakaien, wir wollen uns nicht ganz von der Dienerschaft entblößen. Und somit ging he mit seine Christelschwester ob und doll und regardierte gar nicht darob, dass sin Schwester die Unterlippe hängen lädt und der Lakai tüffelte achterher. Und die beiden Burmeisters und die vier Ratsherren kämen und durchleuchten seht er seine sonderbare Intonation, der he hat, denn hättet he sich hier, ob er mag, nie Palebungen wohl und na ollen ihr würdigen herkommen magten sehen neben Däner und der erste Burmeister wohl eben von der hohe Gnad reden, als der jüngste Ratsherr, der noch nicht dat Schwade oder den Nagel von Takta fürstellig mogte, dat dat doch ne Schad wir den groten schönen Mark so zu verbugen. Und dat doch auch die Stadtrepräsentanten erster Norton wenigstens quanzwies fragt werden müssten. Dun keck im aber durchleuchten blut mit dat ein, von sine fürstlichen Augen stramm in dat Gesicht, drehte sich um und flöte die Melodie Marlboro sen Vattengür. Und diese durchleuchtigste Geistesgegenwart schnellt all widere unangenehmen Verhandlungen af. Ratsherr de Vierte, aber gung nach Hus, vertellte dat dummer wies sine Fru, den nahm zwei von ihre unmündigsten Kinder, setzte ihm ob jedem Knie ein, stellte ihm dat dritte Mank sine ratsherrlichen Bein, sich grot dur achter und froch im Indringlich, wat he er und seine ganze Nachkommenschaft unglücklich morgen will. He seht denn auch, dat wohl he ganz gewiss nicht und dat können wir auch nicht. Und die ganze Opposition und durchleuchten sie ne Staaten, was durch diese reservierte Frumund totmacht. Durchleuchten führte aber mit Prinzess Christel, die beiden Löpers, die drei Lakaienachter ob, die goldene Kutsch werdernandigen Strelitz zurück und ha dat hauge Gefühl in sie ne fürstliche Borst, dat he blot mit den ein Blick und dat eine auch die Staatsmaschinen in Gang holen und ne Staatsaktion in Wagsetten ha. Denn dann kröger sie ne olle Fossstaut behülle ever so lang wie sie in Marstall, bette Brun Wallach ob die Bisit wedder halfweg gorn können. Adolf Friedrich IV., Herzog zu Mecklenburg-Strelitz, war's ein Söhn von dem Prinzen von Miro, mit dem der Ol Fritz in seine flotten Rheinsberger Joren sie in Spiejöck bedrief. Er folgte in der Regierung ob Adolf Friedrich III., die wohlfälle Schulden über keine Kinder hinnelotten ha.
Weder er was noch nicht voll 15 Jahr alt war's, höllen sie ihm tot Regier noch nicht rieb. Wat ne grote Dummheit war's, denn erstens war's, Herr Rieb. Worum? He is sein Dach nicht rieber wohn. Zweitens, ha ja auch sin Leif Mudding für em regieren künd und drittens, ha denn sin Herr verliebten Christian Ludwig von Mecklenburg-Schwerin, sin Mecklenburg-Strelitzsches Reich nicht mit Krieg übertrecken künd. Denn he ha auch stark in den Sinn für em to regieren, kam aber nicht recht dotto, denn die Mutter von dat Kind, ne Prinzess von Hildborghusen, knebt's nachtens mit ihren Lütten Herzog Ut und lebt mit em nach Griefswold. Hier letzte em studieren lien, denn wenn auch nicht todat regieren, todat studieren war's, Herr Rieb. Se sülms aber schräfen langen Brief an den Reichshofrat und wär's nor, dat er Kinden anerkennt wie as anerkinner, dat dat all für Lüt ob an helschen Klog west wir und wenn ob nicht bald volljährig sprachen wir, licht överrieb waren künn ton Schaden von den Mecklenburg-Strelitzschen Landen. Der Reichshofrat sagt dat in und det ook in insehen, he sprach unsern Durchleuchten volljährig. Und für der liebten Christian Ludwig von Schwerin müsste mit ne lange Tnäs aftrecken und de Pal von der Mecklenburg-Strelitzsche Reich niegen Bramburg dat he mit ne Armee von 5 Kompanien Soldaten besetzt ha, weil da Rut gäm. Nur regiert Durchleuchten Adolf Friedrich von 1753 bis 1794 in ein Ritfurt Tonsegen von seinen Staaten, aber nicht zu seinen Eigensegen. Denn he war's in unglücklichen Menschen, in dem dat he in seinen Schwacken lief, da die Grugels und die Furchten ha, die ihm keine Ruhe läten. He ha nämlich erstens einen großen Grugel für die Arbeit. Zweitens in noch gröderen vor Spögen und Hexen und drittens den Grötzen vor alle Frugenslüd, denn he ha her erstens ne grode Furcht vor dat Gewitter, zweitens ne noch grödere Furcht vor den Dod und drittens der Grötzte dafür, dat emmal wie welch lang sie ne Kron afhanden kommen können, indem dat he noch immer mit Schrecken an Väterliebten von Mecklenburg-Schwerin dachte, der ihm in düstere Nacht nach Griebswold ob de Universität jagt ha. Zu all dit Unglück kam nu aber noch ein ander Unglück. He war's nach Paris reist, wär's und ha sich so dort dägern verlebt. Nicht in Frugensmensch, denn as ich das all secht hef, dorfür ha he ja n Grugel. Nee, in schöne Kledaschen. De müsst he hem, de wien to sin und sine Lebensstaaten Glück notwendig. Und sine Lebensstaaten schmähten nicht so fell af, dat he sine Gelüsten ob sanften Rock und siedene Hosen voll stillen können. Wenn einer dort ab Stunds erst vertellt, dat ein Herzog von Mecklenburg mal ein Rock und Hosen nöten wirst ist, so hört sich dat so spaßig an, dat hat keiner recht löwen macht. Aber lacht nicht to gell, der Titen hem sich ändert. Wat hüt to dach, der dritte Teil von dat Stargatsche Amt abschmieden det, dat schmäht dun dat ganze Land nicht ab. Und dort to wiehen dort Schulden über Schulden. Und dat gung to Titen so knapp an den Hoftau, dat Adolf Friedrichen den dritten sogar mir nicht mal dat Brotkuhn allwür. Dorto kam nun noch der siebenjährige Krieg, und die Olfritz, die kloppte den mecklenburgischen Mählbüdel ut, solang Herr Jichtens noch stömen det, und Dobby blift noch nicht. Hier und wach würden wegnommen, und wat de Bellingschen Husuren nicht nehmen, dat nehmen de Schweden, und auch Dobby blift noch nicht. Die preußischen Wawas treckten durch dat Land, und wo sehen Schieren Kiel sägen, der müsst ranne an den Bastard hätt, an den Schopschinken. Fähle Geschichten von dieser Menschenröverie spückten noch in minenkindlichen Jorn durch das Land, wo der Kiels mit List und Gewalt die Menschen wegschleppt hatten. Und min Eigengrut vor uns im Bruder, die beid was lang geraden wiehen, die sind mit knappe Not und Blut mit Hülp von der brave Försters fru ut ihren Fingern kommen. Allens wird nommen, wat Arm und Bein ha für allen wirnt, aber der ollen braven Schäberknechts, ob der dat afsehen was. Wenn so ein all Gottsblaut Buden ob den Fällen einsam Sturm mit sine Knütt und allens mögliche dachte bloß nicht an Soldat waren, dann haaren se ihm mit den Wickel, schnärten ihm die Arm ob dem Puckel zu Sorm und lett mit dem af.
Oder wenn Häs nachtens in sin Hütt lag und noch so söd von sin Fiegen oder Türken drümte, denn nagelten's em de Hütte und führten em in alle Gemächlichkeit über die preußische Grenz und treckten em den bunten Rock an. Weggräbten sie sich denn auch mit Listen, als dat jenen Schäberknecht gung, die Dorfe bekannt war, dat he gruchlich stark sin soll. Die steigte mal ins Dach, achter sine Schorb, dun kümpten verklebten preußischen Wawe an und secht so recht christlich to em. Krischan, du sagst ja so grublich stark wesen. Ich wett mit dien Purbuddel Bier, wenn ich die dien Schäferstock durch die beiden Rocksärmel dwars über dem Puckel steck, dann kannst du den nicht kaputtbrecken. Dort wird der Düvel, secht Krischan, und die Wawe steckt ihm den Stock durch die Ärmel, und als er die Pfarrig ha, flöht er upen Finger, und sin Mitkolleg kümmt an Sprung, und nu krägen sie min leven langen Krischan an die utgereckten Arm to forten, und lädt mit ihm in alle Glimpflichkeit af. Na, Krischan macht spaßig noch Uzen hem, aber dat hübt im Alex. Der Not was grot in den Land und hüb was nahens to sinn, so war Gabi durchleuchten, wie ken hüb. Denn de war stülben in de größte Not. He ha unglücklicher wies in Paris der Bekanntschaft mit den ersten Modeschniedermarkt und ha em den Obdrach gäben em immer der ersten Moden Toto schicken. Dat deet nu ook der fründliche Mann ever, he war's immer so ut verschaumten, wie Gaspor Geld to verlangen, und durchleuchten ha in sine sanften und siedende Bedrängnis, alto allerlei verzweifelte Mittel grieben müsst. He ha all dem Mecklenburg-Strelzchen Kronjuwelen vernägen dusend Dollar, wie ein Hamburger Juden versetten müsst. De Krieg war's friedlich to en, aber dun gung de Not erst richtig an. De Krieg ha noch in Betten Leven in de Boot bröcht, aber nu lach allens doll, platt doll. Landmann und Kopmann und Handwerksmann verdienten kein Groschen. Warum? Weil kein Groschen dor wiehern und de Kronjuwelen stund ja immer noch in Hamburg gevatter. Dat heet, so war's dat in den övrigen Strelzen landen, natürlich nigen Bramburg upgenommen, denn dor gung dat Helschen hoch her. Durchleuchten schickte sie'n Herrn Landbumeister und lädt den nige Palais bugen, und dat war's ein geschickten Mann, der blot den blot ute Zöpf von dat Buholt und de Utschott stehn buchte her so nebenher in de vier Abendstiden dat Belmandür in der Brorasche holt, und das war's ein groten Verdienst neben Brandenburg und de 12 Mure und de 12 Zimmergesellen, die dort schon 5 Gröschen auf dem Dach krägen, gungs abends durch die Straßen, hatten den Hut schäf obset und sungen, wenn's immer, wenn's immer, wenn's immer so wär. Und die dunne tomalige Polizei, der in der Benschnieder ward, die Stammvater von dat ganze Polizei-Benschniedersche Geschlecht wohnen ist, sät, Lotze, se bringen Geld unter de Lüt. Und as dat Jahr im war's, dun war's die Palais halbfahrig. Und in dat nächste Jahr wird dat dreiviertelfahrig und dun verpusten wir uns 2 Jahr von der übermenschlichen Anstrengung und die Kosten. Und in den Herbst von dat 5. Jahr stund fix und fahrig dur. Und die Buren unter im Gegend und männlich Penzliner und Stager der Bürger kamen nach Bramburg und bekäken sich den Sack. Und auch dit brüchte Helschen fehl Geld in der Stadt, so dat durchleuchten in Wuhren Wohltäter für die Stadt worden war's. Dat erkennten denn die Bramburger auch als getrue Untertanen an, und as durchleuchten in den nächsten Frühjahr in dat Palais treckte, nun sammelten sie für Emtun festlichen Empfang. Die Stadtkass gaf Toto 50 Dollar in die ollen bekannten Münzgröschen, die dumm tomalen Alkener recht nehmen wohl. Und in den ganzen kämen zusammen 105 Dollar, 3 Gröschen, 7 Pfennig. Eigentlich aber 7 Gröschen, 7 Pfennig, denn Ratsherr die Vierte wohl auch 4 Gröschen geben. Sine gaf, wir ever zurückschorben, will sie von so ne Demokraten sieht, Herr möglicher Wies durchleuchten, wenn Hetto Wettenkring ha hart beleidigen könnt. So wohnte nu durchleuchten in sine nege Palais in Nigen Bramburg. Nigen Bramburg hat durch den Lütten Markkrägen erwöhne ne große Hofhaltung. Prinzess Christel Hasig in die Hoffnung ob den einen Flügel eklig schnähen und wohnte wie Kopmann Buttermann ob den Bähn.
und der graute Verdienst von der Hushöllung künnu losgorn. Kapitel 2. Worin Dorothea Holzen in des Herrn Konrektors Hinterstube sitzt und was sie mit der gelben französischen Person zu tun hat. Worin der Teufel ihr allerlei Zeug in die Ohren flüstert und dann Christine Holzen mal eben zu Besuch kommt. Christine Stiening mag den Läufer von Durchleuchten gerne haben und Dorothea Dürten mag Durchleuchten selbst gern mal in die Finger kriegen, was aber Majestätsbeleidigung wäre. Wir hören von einem Gesangbuch und einer Hauspostille. Der Herr Konrektor macht ein Weihnachtsgeschenk und Dürten Holzen schickt ihn auf Reisen, um auszuprobieren, wer das Regiment im Haus hat, sie oder der Herr Konrektor. Um diese Tiet saht in der Achterstufe von den Herren Konrektor und Kantor Erpinus Toning Bramburg an den heiligen Abend für Weihnachten Dürten Holzen, was den Herrn Konrektor seine Wirtschafterin war's und kägt durch den Schummerabend in den Schneedrevel Renner, der von der Kirkendach in den Goren Herrenner Stifte. Sie hat die Hand in den Schot legt und sehr tosig, seine Ruhe will den Mensch hemm, wenn alles to schick ist und wer weht, wo dat noch all kümmt. Wat ich mir so in stillen dachte, wir grad nicht gut verschamten, und wenn ich mir ne Lebenstit so wie em zubringen können, wat für mi und für em ist dat gut. Naja, Wittmann ist hey, Kinder hätt he nicht, in den bedenklichen Juren ist hier auch all, und den ganzen hef ich doch all dat Regiment. Aber die olle gelle französische Person in den gelben Överrock, der Michaeli gerade rüberträgt ist, wenn mi de Kreatur blut man nicht in Elend mockt. Gott sei Dank, hey, ärgert sich noch immer über er. Erwesten de Mannslüt, Gott in den Himmel, wer kann weten, wat de in den Kopf fort? Und wat denn? Na, min ollen Vater trüchtringen? Nee, du hast all Jammer und Elend noch in Tust, kein Verdienst, und wat verdient war, dat mit ständig mit der Nadel verdienen, wat soll ich wohl do? To wirtschaften ist doch nix. Aber wenn die olle gelle französische Person und die gelle Överrock Över war da bi im Kräng, nu schimpft he ja noch immer ob ihr. Aber wenn sie, wat denn? Wohin? Und sie stund up und stickte in ihre Unruh ihr Tranlamp an und gunk up und doll in der Stuf und setzte sich wieder doll und sät. So ein Posten krieg ich für dat erst nicht wedder. Na, und Fliegen? Hier sprung sie wieder up. Ja, Rübse, ich kann den Schauster kriegen und die Fischerstraat und den Klempner in den Badstüverstraat. Aber warum willens mi? Der Schauster hätt drei Gören, der in Dreck vergoren, und der Klempner, der hätt sie in die beiden ollen Öllern, die hier mit wegen der Husbett tot tot töten möcht. Und wenn sie mi hemm willen, dann willens mi blut hemm, will ich wirtschaften und arbeiten können. Aber für Leif? Gut Leif? Nee, nee, da kümmt wohl keiner zu mi. Und so dumm bin ich nicht, da ich du noch ein Glück in Söck, denn ich bin wohl ein gesundes, aber kein hübsches Frühungsmensch. Hier deht sich Dürten Holzen nu grot unrecht. Sie war's nicht schön, aber sie war's ein grotes, starches Mädchen mit einem witten und roten Gesicht, mit uprichtige blage Augen und den Fastenwillen und den ernsthaften Verstand herunterlüchten. Ude jungen Mädensjorn war sie freilich all ruder, aber sie sah mit ihre 31 Jor noch so frisch und appetitlich, und dat in einen Kuss von ihren Mund für ein grottet Pläsier sich anrecken können. Sie saht nur erst in Bäten in Bedenken. Mit einmal schloch sie aber mit dem Fuß ob dat Knie. Na, aber mit de Olgerl von Grautgängen über dort kann mir immer noch all dach mit metten, wenn he absolut fliegen will und will sich ordentlich to Kopf sehen, denn ich bläch ihm, ich rück ihm, ich hol ihm das sinnige Torat. Gott soll mi bewohren, rieb sie und sprung wieder auf. Wat sind dat für Gedanken an den heiligen Festtagsabend? Ich soll so'n läges Frugensmensch sehen, da denkt mine Gedanken, ob den Herrn Konrektor Söms richten deit? Da ist keiner an Schuld als de Olgerl. Lieber Gott, rieb sie, helf mir an diesen heiligen Abend und so ne Gedanken. Und sie sprung wieder ob und holte sich ihren Bückerschatz herut, in Gesangbuck und de Bibel und ne olle Huspostill und sähte sich, der erste Spruch in de Bibel, der ob den min auch füllt, der sollt mi singen. Und als er die Bibel obschlagen ha, droppte sie grad den Vers, heiraten ist gut, aber ledig bleiben ist besser. Da ist, sagte sie und sagte still ob ihren Brettstuhl torich.
Nee, auch nicht mal ut Leif will ich mien Dach nicht fliegen. Ich heff ja den Augenspiegel an mein armes Leves stienen. Und nu trägten ihr allerlei trurige Gedanken durch den Kopf. Sie passten nicht to dat Freudenfest ob den anderen Morgen, weil sie passten sich für ein Mädchen, wat mit ihre Hoffnungen abschluden wohl. Und wenn sie ob nicht nach katholische Ort und Wies für ein Altur in Wittensleuer stünden und ihre ehrwürdige Abtissin mit all den Nonnen ihr küssten und straukten, unheiliger war's ihr Wesen doch nicht, denn sie rät mit harter Hand alle Blumen und der Batten in ihren Gorn, dass sie für Anna Lüt doch nützlich gewächst durch Mien wegen Kohl und Rüben und Tüften. Aber den Düvel ha noch so'n Betten Gewalt über ihr, trotz erforschten, resolvierten Wesen, he flüstert er immer in die Uhren, die Olge. Als er noch so satt, klümmelte der Hustür und als sie nachsah, stund ein Herr ob der Deel in den Manteng, der sich den Schnee von der Bin aftramste und drivens in den Herrn Konrektor seine Stufgung. Und noch an Betten klingelte der Hustür wedder und ihr sie nachsehen können, kam ein lichten Tritt an ihre Dür ranne und ihre Schwester steckt den Kopf herinner in wunderhübschen Kopf, die frische Luft ha die witten Backen rosenrot farft, die weiten goldgelen Pflasthor ringelten sich unter das braune Dog herunter, wat wegen der Witterung über den Kopf bunnen war's, und in pur, truhartige, blage Augen fruchten Tugligatit mit dem roten Mund. Bist du denn zu Hus? Tef, ich will mir mal erst den Schnee aufschütteln. Und am Betten kam schlanke Mäten von den Jorn 22 in der Stuf, trackte sich ne olle aftragende Kantusch von den Lief und stund nu in verschorten Huskleid vor ihre Schwester. Na, Stinning, sagt die, komm an oben, warm die. Hast du die bösen Wetter nicht wohl auch den Gaudes warmes Kleid antrecken könnt? Och, dort kümmt all noch dürten. Morgen tut den Festtag. Halsband hätt mi versprochen. Hier will mi morgen Nachmittag nach der Kirch, wenn Jichtens Bahn ist, ob den Schneeschläden führen. Ach, wo dat Susen weht, wenn herlöppt die anderen all verbi. Ja, sagt dürten nach dem Betten hart. Dat sog das Einzigste, was her künn. Dürten, sagt die Schwester und keck so zach und bitt wies die Anna an. Sech nix von ihm. Hey, kann ja doch nix so für, dat em durchleuchten nicht ut sien Löberdienst garn lotten wohl. Sü, jede Minute, he free het, sit heb in uns wagstellt und Arbeit für Vater und uns, und Vater secht, he het sich de Sorg so schön annommen, dat he to jeder tiet, was in ut gelierten Böttchergesell ansehen waren können. Durchleuchten möcht dat dunner, wenn er in den Bein schlagen, wenn Herr Juch nicht zusammen lassen will. Das sagst du wohl, sagt Stinning trurig. Aber Halsbands secht, das ist mit Durchleuchten noch schlimmer worden, denn so redet hit, dat he du in Dresden den Besten von der Sachsenlöbers verbieten ist, will Durchleuchten ihm absolut nicht missen. Dann wohl legt dat em auch dat dunner, wenn er ne Bein vorn deht. Wat het he to loppen? Kann he nicht sacht gorn aus Analyt? Je dürten, dat ist doch sein Geschäft. Dat ist ein schön Geschäft. Da war keiner fett von he nicht und wie all nicht. Und du sitzt dort und jankst und verjankst den jungen Jorn und am Brot, was du mit deiner Gesundheit betollst, ist richtig Hungerbrot. Ach, Dürten, das ist doch allbäder worden, Sü. Du hast fahren doch tu Micheli mit den Lohn dem Met betollt und die letzten Wochen für Weihnachten Herwig schön verdienst hat. Und wenn Halsband in Frühjahr für eine längere Tiet wedder kümmt, dann sagst du mal sehen, dann wart in der Werkstatt auch wedder betten wat verdient. Doch verlatt ihn nicht ob. Das ist ein bunten Tochvogel, und wenn he weht, dat dat wat zu tanzen gift, dann geht he flöten und wart sich fern um Tochmitz und Tochbeng kümmern. De Bein, ja, de Bein, immer de Bein. Ja, setzt Dining trurig. Dat tanzen, aber, setzt sie freundlich, he tanzt doch auch so schön, und dat schleit doch auch in sein Geschäft. He möt ja wohl, und dat kannst du mi glöben. Wenn ich man wohl, he tanzt, he nimmt mi immer mit, und immer het... Hey, mi, jo, all mitnorm, weht's noch, den zweiten Pfingsttag vor 5 Jahr. Und wo kecken de Lüt ob uns? Dürten, nicht ob mi. Ich kann ja gar nicht ordentlich tanzen. Nee, ob em. Als he do so hen schweben lädt, als ha he flüchten statt's Bein. Und den ganzen Abend tanzt he mit mi. Oh ja, sagt Dürten. Ich wett noch ganz gut. Und von den Augenblick an gung din Elend los. Dürten, sech nicht elend. Det Elend ist mein Glück. Sü,
Hey, ist mi true, dat weißt du so gut aus ich, und ich bin em auch true, und sein Dach hätt he mi nicht was unrechts von mi verlangt. Kann he doch für dat Durchleuchten kein Frugenslüt lieden können, und dat he nicht litt, dass sie ne Dänsten sich verfriegen. Die olle Kiel soll mir mein Blut eins in die Fingern kommen, rieb Dürten und leb ob und doll, stünd aber glicks dorup still und seht, hör mal, was dat Bieren von Lärm von den Herrn Konrektor sie ne Stuf ist. Und sie sette sich werder doll, dat sie werder hören wohl, und die beiden Schwestern hürten erst ob den Lärm, und als dat stiller wür, nahm jede von er verlorenen Bog in Hand. Stinig dat Gesangbog, und wenn einer sie so mit doll hasitten sehen, ha sie wohl secht, dat is so süß, sie is wie ein Gesangbuch, dat in der Bog war's mit dem Goldschnitt und zwei harten Viren ob den Deckel drückt und der Rupstund schreiben min hart und din hart sind ein hart. Und darinner stunden Freudenlieder und Passionslieder und sie sungen die beiden so umschichtig ob die däbste Seel. Und Dürten hatte olle ehrlicher Hustpost Hiltofaten kriegen und sie schloch mit ihre ollen, harten, knäckernen Arbeitshänden verloren die Blätter im. Und wenn einer sie Dobby hat sitten sehen, wo ihre Augen ob die Betrachtungen beim Verlust eines Lammes kegen und hey wir gewohr wurden, dat sie in diesem Augenblick ihr Schwester für dit verlorene Lamm ansah und hat die harten mit Bleck beschlagenen Ecken von der Postill und ihre missingschen Krampen ansehen, dat dat Bog nicht für jeden niedlichen Hans Wursten abschlagen lolligen Süll, nun ha he wohl secht, sei es auch so ne olle ehrliche Hustpostill. Dürten, sagt Stinning nane Tiet, ich hef mi so dacht, wie wollen hüt a mit Halsbanden wie unseren ollen Vater sitten. Ich hef hüt von min Päding, den Stadtfischer, für en Schilling Plötz köft und ich ha mir reglich gäben und die wohl wie uns braten. Jä, Stinning, sagt Dürten, wo gieren, aber hey hätt ja nur Besög, und wenn hey to Hus blifft, dann kann ich ja nicht. Hör mal, sie schon all mit der Stöhl. Unrichtig. Dat Worte gar nicht lang, dun begleite der Herr Konrektor sin Besög ob de Dell und sie setten sich a tschüss. So, sagt Dürten, de is weg. Wenn hey söms nur als werft weg wir, denn weg möt hey. Der Herr Konrektor schien der aber noch lang kein Il zu hemmen, denn he kam Rinder Dürten ihre Stuf und hane Manchester ne Hofs in Hand. Guten Abend, auch Dürken, ich. Ah, guten Abend, auch Stinning. Na, wo geidert mein Döchting? Und ich strockte über der sie schön siedenden Hur. Wie nah hakt mir aber den dummen Bengel den Kägebein agert, aber Dürten, ich haf doch an die Dacht, ich wull die doch auch mal wat tun wie Nachten schenken. Das ist wenig Dürten für die trugen Diensten, aber ein Hundsfortgift mehr als he hätt. Sieh, du hast du meine olle Manchester ne Hose. Ich hef mir so dacht, du künst dir ja do ein Spencer ut morgen oder wenn dat nicht geit ocken liegen sanften Sommerhut. Oh, Herr Konrektor, sagt Dürten und blitzig die Hose durch die Fingern gorn. So ne Freud und so ne ihr. Je, Dürten, ne Bedingung ist aber noch dabei, bet Pinksten möcht ich sie noch tragen. Je, Herr, wenn das nicht anders ist. Nee, Dürten, dat geht nicht anders. Sieh, ich hef man bloß noch diese ein, den ich anhef, und wenn de wat Menschliches passiert, wo denn? Zu Ostern soll ich friedlich all mein Gehalt kriegen, aber dat tögert sich immer bet Pinksten hin, und ne Hose ist ein Kleidungsstück, wat jeder Manns Mensch duffelt hemmelt, denn kein Kleidungsstück kann den Menschen in größere Verlegenheit bringen als dit. Dat seh ich in, Herr Konrektor. Naja, dann bringt Jugendheiligabend man recht fröhlich tau, sagt der Herr Konrektor. Und Dürten, du kannst juch ja ein paar von uns Krummstängeläppel holen oder ein paar Buddel Bier vom Bäcker Schulten, dat die Opma mag, dat heilig Christabend ist. Wat? Frucht Dürten. Und sie wollen dann alleine ihre Stuf sitten und Mücken grieben? Nee, sie möchten hüt Abend doch auch gern Pläsier hemm. Jö, wo sag hen? Hüt Abend sitt jeder mit sin Familie zusammen und wenn so'n ollen Wittmann als Hector Rinder schniet, dann kümmt dat an as ne Sörch in Judenhus. Dat säg ich auch nicht, aber sie können doch im Bett nach den Rathuskeller gorn, nach ihren Schwager. Da sammelt sich doch süß all dat unverfriedte Mannsvolk und Hofrat Altmann froch mi hüt morgen all, wat sie hüt Abend nicht auch dahin kämen will. Wat, sagt der Herr Konrektor verdrehtlich. Ewe Altmann, ager ich mir blut und von ager Hewig hüt all Abend noch von den dämlichen Kägebein hat. Aber Hofrat Altmann wollen sie sich agern?
Er hätt bloß den Titel krägen, wie dat hätte Leuchten manchmal mit Geld unter die Arme gribt. Und se sind ein Mann in Ehren und Würden. Konrektor und Kantor tog liegen Tiet, und dat wäre es hüt Abend to ut gern so schön, als dat in der Jahrestiet jichtens wesen können. Hm? Schrrrr, stülpte dat so'n Schneedrevel an de Finsterruten lang. Hör's wohl, sagte der Herr Konrektor. Ach, sagte Dürten und Gumute Dürr an der Klederschapp, wat ob de Dehe stunden. In dieser Jahrestiet kümmt dat wohl für. Und schmäht den Herrn Konrektor ne gellerische Scharnilch über und knöpfte em Firnen alle Geschwindigkeit in vier Dutzlöte Knöpftow, trägte em den Kragen in de Höcht und der Herr Konrektor käg borben u dat Kragenloch, als wir ut Spaß mal in Ochsenhüftener krauben und käg nu mal borben u dat Spundlockbruter, um mal zu sehen, wat de Welt wohl tu sin Spaß sägt. So! Dürten und nahm ihm das Licht für den Näs weg. Nun töm's man Augenblick in Düstern, Herr Konrektor, ich bin glücklicher hier. Und damit läpst sie nach der Förstuf und kam mit einem dreikantigen Haut, ein Pustelamput, als der Ort nimmt, und in spanische Ruhe und eine lange Piep und Tabaksdos und eine Schnufftabakdos und einen reinen Schnuffdok und ein paar andere Döcke um den Hals zu binden, wird er trüch und hantiert an ihren Herrn herüber, als wir sie in Schild knapp der sieben Ritter woben deht. Und die Ritter hat sich das allen gefallen. Und als sie mit der Utrüstung fahrig warst, seid he freundlich guten Abend und trägte mit getrosten Mut und Abenteuer ut mit Stock und Piep als wir Degen und Speer. So, seid Dürtenholzen. Stehling, nu komm, nu is he weg und küm vor Glock elm nicht wetter. Nu können wir nach Falling gorn. Herrgott, Dürten, ich ha de Courage nicht em so weg zu schicken. Stining, dat liert ein all, und wenn ihm ein mit Glimpflichkeit anführt, dann müllt he auch ora parieren, und dat he ut gan deit, das is im Gout. Denn, süber, so ne olle Schulmeisters, wenn sie mit nix werder to don hem als mit ihre Schulkinder, dann fänden sie sich nix als undäch an und glöm to letzt, dat aller Lüt ebenso für er parazi möden als er Schulkinder, und dat passt mi nicht. Nee! Sal ich doch für upkommen, dat hier alles ordentlich ist, dann müd ich auch der Gewalt hem. Er wird sich schön inmühlen, wenn ich ihm nicht im Betten unter die Fuchtel hüll. Und nach ein Vierteljahr müsst ja wohl einer mit Chip und Schuffkorb kommen, um den Schmutz von der Hustuck bringen. Sü, seht sie, und bun sich einen dicken Dog über den Kopf. Nu stritt Herr Sektor mit dem Hofrat und den anderen Römer, denn die Brücken nicht für em Stilltuch schwiegen, als sie ein Schollkenner. Und so ward hey de Wettersprack gewendt, und dat kümmt mi denn to gauden, wenn ich mal hüvel und he hot. Nu komm, den Huschlöttel nehm ich mit. Ich will aber noch bi den Rathuskeller angahn, und em Sengen für Glockelben darf he nicht nach Hus kümmen, denn ich hat dat Hus afschlodden und den Schlöttel mitgenommen. Womit? Gumsee.